Moin aus der Region Hannover. Jo, Leute, heute geht es mal um etwas ganz Bodenständiges. Gibt es jemanden, der das schon erkennen kann, was es ist? Ich zeige euch mal ein Blatt. Quercus robur. Die deutsche Eiche, sagen manche dazu, obwohl es ja die europäische Eiche ist. Ja, dieser Yamadori, das ist einer von meinen Stubben. Ihr kennt das ja bei mir schon. Das war ein Baum, na, von circa 1,20 Meter, 1,50 Meter Höhe. Ich habe ihn gestutzt und im Garten eingepflanzt. Was zu erkennen war, hier eine richtig lange, dicke Pfahlwurzel kam daraus. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Was haben wir jetzt? Bereits einen relativ flachen Wurzelteller. Ungewöhnlich für eine Eiche generell. Und deshalb habe ich gedacht, okay, nachdem alle Kanäle jetzt überschwemmen mit Ahorn, habe ich gedacht, jetzt machst du mal ein bisschen was Sinnvolles. Wobei, natürlich sind Ahorne auch schöne Bäume, aber ich denke mir einfach so als Kontrastprogramm dazu, ist so eine Eiche gar nicht so schlecht. Es bleibt nicht bei der Eiche, sondern auch der Baum des Jahres 2022 wird gleich noch auf den Tisch kommen. Ich habe hier 2 Schalen ausgesucht, die hoffentlich dann am Ende auch passen werden oder die ich passend machen muss dazu. Für die Eiche habe ich mir diese Schale ausgewählt. Und ihr seht, es ist eine ganze Menge Wurzeln zurückzuschneiden. Das mache ich jetzt am besten in dieser Jahreszeit. Denn jetzt sind alle Reserven im Stamm. Und alles, was im Frühjahr rauskommt, bringt neue Wurzeln. Okay, ich präpariere die Schale, pack schon mal ein bisschen Drainage rein und dann sehen wir uns gleich wieder in einer anderen Einstellung, ein bisschen näher an dem Baum. So, ich war gerade im Garten, ihr müsst schon entschuldigen, ich musste die Fließjacke ausziehen, weil in der Wohnung ist es dann doch deutlich wärmer und unangenehmer. So, bevor ich hier anfange, vor euch zu schwitzen, wir sehen jetzt den relativ flachen Wurzelballen, Drainageschicht, das Draht ist in der Schale. Jetzt gibt es noch relativ hochliegende Wurzeln, die ich entfernen möchte. Ihr seht, etwas vom Gartenboden ist immer noch dran. Für die Eiche ist das in Ordnung. Ein bisschen Mykorrhiza habe ich jetzt mit schon auf die untere Schicht gegeben. Aber ihr seht, so kriege ich ihn da nicht rein. Alles klar. Wir haben bewegliche Wurzeln hier, die alle so relativ auf einer Höhe rauskommen, aber auch starre. Und die starren, die muss ich jetzt tatsächlich der Schale anpassen. Das mache ich mit einem Schnitt, der nach unten zeigt, auf die Drainageschicht zu. Hier sind wir dann drin. Die kleineren Wurzeln kriege ich damit rein. Hier schneide ich dann nochmal weiter. Für eine Eiche an dieser Stelle ist das Wurzelwerk schon recht fortgeschritten. Es ist sehr, sehr, sehr schwer, da neben die Bari zu erreichen, was den Ansprüchen eines Japaners beispielsweise entsprechen würde. Aber ich denke mal, mit der Schale jetzt haben wir gute Chancen. Mit der Schale und der neuen Wurzelbildung. Immer wieder ein bisschen nachjustieren. Und jetzt passt alles rein. Gut. Ein Hauch Mykorrhiza ist wie gesagt schon drin. Das reicht bei einem Laubbaum auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal. Machen wir eine kleine Schicht, ganz feines Substrat. Ein
wirklich eine kleine Schicht mit Mykorrhiza. Übrigens sind über den Abzugslöchern liegen ein paar Stückchen Sphagnummoos. Das halte ich für sinnvoll, um die Wurzeln anzuregen, nach unten noch weitere Strahlen zu bilden. So, ich lasse diese ganze Erde hier dran. Was hier unten seht ihr, ist die frühere Pfahlwurzel hier. Die lasse ich auch noch so, denn dies ist ja auch nur eine Trainingsschale. Nehmen wir mal an, wer sich ein bisschen auskennt mit unseren einheimischen Bäumen, der weiß auch, dass hier jede Menge Triebe nachkommen, dass Eichen dazu neigen, diese starke Dominanz auszuprägen, ähnlich wie so eine Kopfweide. Und bei diesem Baum hat mir das so gefallen. Deshalb wollte ich das einfach fortschreiten, einfach beibehalten und vielleicht noch ausbauen. Allerdings muss oben ausgedünnt werden. Das kann ich ihr nicht ersparen. Will ich auch nicht. Denn in 2-3 Jahren möchte ich ja was haben, wo ich richtig schön drauf gucken kann. Und auch im nächsten Jahr dann einen Baum, den ich in der Entwicklung wieder weiter fördern kann, für ein weiteres Video. Wer Frank Abbings Videos kennt, der weiß auch, dass diese Bäume nicht allzu oft im Jahr austreiben. Wenn man Glück hat, ist es öfter, so wie bei diesem hier. Der ist wirklich gut ausgeschlagen überall, und zwar in beiden Jahren jetzt, die ich ihn bearbeite. Ich merke, dass die Wurzeln oben ein bisschen trocken werden, weil das Wohnzimmer doch ein bisschen beheizt ist. Und das wollen wir verhindern. So. Dann kürze ich den Draht, denn der Baum steht fest. Kürze ich den Draht wieder. Ich habe wieder reichlich Draht genommen. Manche mögen das als Verschwendung sehen. Manchmal ist es so, dass man den doch noch einmal um den Stamm legen muss, damit es feststeht. Man weiß es vorher nie genau, deshalb gehe ich da auf Nummer sicher. So. Ich versuche so wenig wie möglich zu rascheln oder dann zu sprechen, wenn es nicht mehr raschelt. Damit ich das Mikrofon nicht so irritiere. Ah, siehst du? Draht in nach unten biegen. Das machen wir da auch nochmal. Sehr gut. Im Grunde wird es jetzt schon fast ein bisschen zu tief. Aber das lassen wir den Baum noch in Ruhe. Da lassen wir ihn noch in Ruhe. So, ich glaube, so kann er erstmal stehen bleiben, aber ich muss so ein bisschen diese Äste, die übereinander wachsen, hier rausnehmen. Das mache ich mit einer Konkavzange, schön scharf, die habe ich vorher auch geschärft. Und ich muss die Schnitte natürlich zum Teil noch versorgen. Hier haben wir zu viele auf einer Seite. Mal auch mal raus. Was mich immer freut an solchen Bäumen, ist, dass diese Schnittstellen hier mit Kalus überwallen und zum Schluss dann ein super Bild bringen, so wie man sich alte Eichen so vorstellt.
Und das ist eigentlich charakteristisch für uns hier im Norden. Solche Eichen mag ich besonders. So, hier sind zwei, die aus einer Stelle erwachsen. Und noch eine. Ein Ast, vielmehr. Jetzt kommt die andere Zange wieder dran. Denn hier möchte ich doch ein bisschen einkürzen. Immer oberhalb einer Knospe, so einen halben Zentimeter kann man da stehen lassen. Die sind nicht so empfindlich wie Ahorne. Und wachsen dann auch schnell wieder aus. Ich gucke danach, dass die Nodien relativ nah am Stamm entspringen. Denn eines hat es auf jeden Fall. Wenn die nah am Stamm entspringen, dann gibt es auch kleineres Laub. Und das ist ja etwas, warum man Eichen so ungern nimmt. Weil man glaubt, man bekommt da kein kleineres Laub hin. Aber eine kleinere Schale, die Schnitte an den ersten Knospen eines Astes, das führt am Ende dazu, dass sich kleineres Laub ausprägt. Hier gehe ich mal hin, den lasse ich stehen. Welche Knospe gibt es denn hier noch? Ups, die steht hier ganz oben. Nee, dann mache ich das an. Mache ich lieber hier. Hier. Immer die naheliegendsten Knospen, die auch die richtige Richtung haben. Ne? Also die Richtung ist ja auch entscheidend. Da ist eine kleine Spitze abgestorben schon. So, das letzte Blatt an diesem Bäumchen. Und hier ist noch eine Knospe nah am Stamm, nehme ich auch aus. So, okay. Jetzt kommt die berühmte grüne Knete. Also ich nehme die grundsätzlich, wenn ich im Winter irgendwas präpariere, am liebsten, weil sich das nicht wegschwemmen lässt und im Frühjahr der Baum durch den neu gebildeten Kallus das einfach wegdrückt und dann ist nicht so viel an die Seite zu schaffen, wie mit Lackbalsam zum Beispiel. So, das klebt natürlich wieder am Finger und nicht am Baum. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber ich sehe da noch was, was. Ne, abgestorben nicht, aber kontraproduktiv wächst. Haben wir da noch zwei Schnittstellen. Aber hier. Dieser Ast ist ja noch viel zu lang. Okay. So, hier kriegst du schon mal einen Punkt angesetzt. Wie gesagt, der neu sich bildende Kallus, der drückt diese Paste, wenn die so ein bisschen ausgehärtet ist im Frühjahr, dann drückt er das einfach weg und du hast saubere Schnittstellen. Ohne dass du irgendwo rumreiben musst, wie bei Lackbalsam. Zumindest im Winter mache ich das. Lackbalsam ist im Sommer einfach auch ein bisschen schneller nutzbar. Und vielleicht daher dann auch gegebenenfalls besser. So, hier habe ich. Ich habe doch gerade noch feuchte Hände gehabt. So, Freunde, bis hierher ist es das die Eiche, die jetzt schon wieder sagt, nein, mach deinen Finger nochmal vernünftig nass, damit das Präparat verhält. So,
Jetzt haben wir es soweit. Kommt auch noch auf den Drehteller. Im Moment stelle ich sie zur Seite. Das kann ich nicht. Bin wahrscheinlich jetzt zu hoch gewesen. Ne? Also kommt noch auf den Drehteller. Dann seht ihr es genauer. So. Die bringe ich jetzt eben zur Seite und hole den zweiten Baum. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier wieder einen typischen Stuppenjoe, sage ich jetzt mal so. Das hier, dieser Stamm, war alles, was ich seinerzeit geborgen habe. Seinerzeit bedeutet vor 2 Jahren. Dieses ist der Baum des Jahres 2022, die Rotbuche. Ich habe keine Schale, wo diese Seitenwurzel hineinpasst. Also werde ich mich davon trennen müssen. Das sind noch Erdrückstände, damit der Stammverlauf auch besser zu sehen ist. Was ich gemacht habe mit dem Stumpen ist, hier hatte ich einen Ast vor 2 Jahren, einen kleinen Ast, den habe ich hochgedrahtet. Ich hoffe, man kann es so sehen. Hochgedrahtet zum Baum hin wieder. Und jetzt habe ich hier eine Stammkurve, die aus der Wurzel raus von da nach oben und dann zum Betrachter hin oder vom Betrachter weggeht. Diese Wurzel muss fallen. So, jetzt haben wir eine riesen Schnittwunde, die verschließe ich jetzt auch erstmal und die Wurzeln werden nochmal befeuchtet und dann muss ich erstmal ein bisschen was loswerden. Warum ist das der Baum des Jahres 2022? Also, in jahrzehntelangen Versuchen stellt man ja schon lange fest, unsere Wälder sterben. Vor allen Dingen die Fichtenwälder, die Monokulturen, die uns ringsum umgeben. Die Fichte ist kein natürlicher Baum unserer Bestände. Und man hat jetzt festgestellt, zwar sind die Buchen auch betroffen, aber überwiegend ältere Bäume. Und da hat man jüngere Bäume untersucht. Und hat festgestellt, dass die jüngeren Bäume ein zusätzliches Enzym entwickelt haben. Die können sich also besser auf die veränderten Klimaverhältnisse einlassen und sind widerstandsfähiger gegen den Borkenkäfer als die Generationen vorher, als die Großen. Das bedeutet für den Forst, wir ziehen im Grunde jetzt mit Jungpflanzen widerstandsfähige Bäume an, indem wir den Wald sich natürlich verjüngen lassen. Denn die draußen gereiften Samen, die zu den Jungbäumen führen, sind schlichtweg draußen auch abgehärteter. Das habe ich mit Interesse durchgelesen. Ihr könnt euch
auch gerne mal so ein paar Sachen über den Baum des Jahres 2022 raussuchen. Ich guck mal, einen Link dazu habe ich. Es gibt auch ein Video dazu bei YouTube. Das packe ich auf jeden Fall mit in die Videobeschreibung, falls ich es sofort wiederfinde. Sonst kommt es in den nächsten Tagen. Einfach als Nachtrag da rein. Und das hat mich fasziniert, zumal diese Bäume mich sowieso faszinieren. Also, mehr Widerstandskraft gegen den Borkenkäfer, mehr Widerstandskraft gegen Hitze und den Bedingungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dieses Jahr ist ja ein Ausnahmejahr, ist ja nur eine Momentaufnahme, dass es mal wieder ein bisschen feuchter ist. Und nicht schlechter, sondern das ist ganz gut für unseren Boden, dass wir es so mal wieder bekommen. So, jetzt heißt es, irgendwie musst du in die Schale, junger Mann, junger Baum. Naja, so ganz jung ist er ja nicht mehr, also so 15 Jahre könnte man schon sagen. Allerdings, wie gesagt, war es ein Stamm und ein Ast. Und jetzt entwickelt sich sowas wie eine Krone und deshalb ist es für mich Zeit zu sagen, ab in die Schale. So, Drainage und so weiter mache ich ohne euch, weil das immer so raschelt und laut ist. So, Freunde, Drainage, Mykorrhiza, alles drin. Bisschen feineres Substrat oben drauf auf die Drainage. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den festkriegen. Ausreichend Feinwurzeln sind vorhanden, nur sperren die sich natürlich gegen eine einigermaßen mittige Stellung in der Schale. Deshalb nehme ich eine dickere Wurzel nochmal weg. Die dickeren Wurzeln tun auch nicht viel für den Baum. Das heißt, das, was wir hier haben, das ernährt den Baum. Die Feinwurzeln. Und die stehen jetzt im Grunde direkt am Mykorrhiza. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier noch, ja, ich krieg's nicht hin. Nein, der muss leider fallen, oder? Muss der fallen? Ja. Diese etwas dickere Wurzel sperrt sich so dagegen, dass sie überhaupt in die Schale passt. Und ganz mittig wollen wir sowieso nicht, aber so ein bisschen was fürs Auge soll es ja auch geben. Naja. Gucken wir mal. Hier haben wir das. Ah, da ist die Wurzel, die passt noch rein. Hier ziehen wir sie mal stramm. Und nehmen dazu auch gleich die Zange. Topfelt ihr jetzt nicht auf Schönheit, sondern erstmal nur so, dass ich sagen kann, okay, der Wurzelballen ist nächstes Jahr noch ein Stück kompakter. Und dann kann man auch, naja, in 2 oder 3 Jahren vielleicht einen entsprechenden Wurzelschnitt planen. Eine andere Schale. Das werden wir sehen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch noch zuguckt und das auch noch seht. Einmal. Zweimal. Jetzt muss ich auch noch eins sagen. Ich bin vor ein paar Tagen wieder angeschrieben worden. Mein Baum ist jetzt 1 Jahr in der Schale. Wann kann ich ihn am besten umtopfen? Als ich dann geschrieben habe, in 3 Jahren, da kam eine ganz komische Reaktion zurück. Diese Umtopferei jedes Jahr, das ist Blödsinn. Leute, das ist für den Baum nicht das Richtige. Das kann ich euch gleich sagen.
Das ist Jux und Dollerei. So. Das war jetzt ein Fehler, der ist von der Wurzel abgerutscht da. So, jetzt war das der Draht von der Wurzel abgerutscht. Ich muss ein bisschen anders fixieren jetzt. Jetzt sitzt da wieder ein bisschen fester, aber auch nicht so, wie ich das gerne möchte. Nun gut. Den Rest muss das Substrat machen. Umfallen wird der Baum dann nicht. Jetzt kriegt ihr doch noch ein bisschen was zu rauschen. Ja, aber jetzt noch eine Sache hier ist, eine Wurzel, die so hoch hängt, die nehme ich noch raus. Die würde später ja das ganze Wurzelbild wieder verderben, wenn man die weiter wachsen lässt. Also Leute, denkt dran, wenn ihr einen Baum topft, dann geht davon aus, dass der Baum 3 bis 4 Jahre in der Schale steht. Es gibt schnell wachsende Ahorne, die dürfen ruhig vorher schon mal raus, aber 2 Jahre sollte man denen mindestens gönnen. Was ich jetzt mache, ist schlichtweg, ich probiere hier nochmal, ich gucke erstmal, was ihr seht, und dann probiere ich hier oben mal, ob der Draht abgeht und ob sich da was verändert. Ich glaube, so seht ihr den Draht überhaupt das erste Mal, den ich hier eingebaut hatte. Was er gemacht hat, ist nicht ganz so erfreulich. Er hat nämlich hier schon mal eine Kerbe hinterlassen, außerdem einen Ast gezwungen, zum Baum hinzuwachsen. Den Ast werde ich dann noch entfernen. Es gibt schon Stellen, wo er so ein bisschen eingewachsen ist, was hoffentlich nicht dazu führt, dass jetzt irgendwas aufreißt oder so. Nein, alles gut. Hier nehme ich Stücke raus, weil das ist ein 5 mm Draht. Und den zu biegen, da würde ich zu viele Äste belästigen. Okay. Um ein Stück Draht zu erhalten, ist das in dem Fall Blödsinn. Das sitzt ziemlich fest hier. Okay. Immer noch. Ah, geht. Ja, die dickeren Drähte sind doch schon ganz schön happig. So. So. Besser als gedacht. Die Krone steht noch so, wie ich es haben wollte. Ursprünglich. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gedrahtet wird nicht. Das mache ich im Frühjahr beim Austrieb. Ist er flexibel genug? Denn das ist der Ast, der von dem Draht angepresst wurde, weil er unten unter dem Draht durchgewachsen ist. Ich glaube, den drahte ich im Frühjahr auch. Den kann man drahten. Den kann man drahten. Und das dann runter muss weg, weil das an einer Stelle zu viel ist. So schreitet dann so nach und nach der Baum in seinen gewünschten Zustand. So Freunde, bis hierhin der Baum des Jahres, Fagus sylvatica, mit neuen Resistenzen, ein Baum, auf den wir viele Hoffnung setzen, zumindest die Förster, die Forstwirtschaft und die Möbelwirtschaft natürlich auch. Und jetzt
hole ich einfach die Drehscheibe und dann gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an.